Eingeläutet wird der große Reigen der Veränderung von vier Provinzmusikern, die ihr Handwerk auf die harte Tour erlernt haben. In den stickigen Kellerclubs ihrer Heimatstadt Liverpool, bei schäbigen Tanzvergnügen oder in den Hamburger Bordellen und Striptease-Bars auf der Reeperbahn. Die Beatles sind talentiert und gewitzt. Sie etablieren innerhalb kürzester Zeit einen ganz neuen Look, den Pilzkopf à la Jeanne d'Arc, den John aus Paris mitgebracht hat. Enge, taillierte Anzüge und italienische Stiefel. All das erinnert stark an die Mods. Doch 1963 weiß noch niemand, wer die Mods sind. Seit dem Durchbruch der Beatles denkt die Jugend nur noch daran, Spaß zu haben und hält dies für das Wichtigste auf der Welt. Also amüsiert man sich und das nicht zu knapp. Es beginnt eine verrückte Zeit und eine schier unglaubliche Anzahl von Bands aller Art werden geformt. Sie alle storzen nur so vor jugendlicher Begeisterung, auch wenn ihre Musik von sehr unterschiedlicher Qualität ist. Einige dieser Gruppen erlangen in ihrer Stadt oder in ihrem Viertel eine flüchtige Berühmtheit. Andere bleiben in der Versenkung. Und dann gibt es noch... regelrechten Explosion. Diese britischen Jungs geben der Tanzmusik ihre verlorene Vitalität zurück. Sie verstehen sich noch nicht als Rockmusiker, sondern sehen sich in der Tradition des Rhythm and Blues. Nach dem Erfolg der Beatles und der Rolling Stones wollen alle ein Stück vom großen Kuchen haben, inklusive der Aussicht auf kreischende Mädchen, tumultartige Szenen und einen erhöhten Adrenalinspiegel. Da alle dieselben Schuhläden, Herrenausstatter und Friseure besuchen, ähneln sie einander sehr. Ihre äußere Erscheinung erinnert stark an den Stil der Mods. Doch die Mods sind echte Snobs und lassen sich nicht so einfach vereinnahmen. Die Mods hatten kein Interesse an weißen Bands. Die Beatles hatten für ihr erstes Album zwei oder drei Motown-Songs gecovert. Aber die Mods dachten sich, warum die Beatles hören, wenn man das Original haben kann? Das Original ist immer das Beste. Wenn die Mods eine Platte kauften, fragten sie nicht nach dem Namen der Band oder des Albums, sondern nach der Artikelnummer. Sie gingen also in den Plattenladen und sagten, haben Sie ST10592? So besessen waren sie von diesen Dingen. Eine weiße Band, die schwarze Musik spielte, war für sie uninteressant. Sie bevorzugten Labels wie Motown und Stax, die auf Soul spezialisiert waren. Sie hörten fast ausschließlich schwarze Musik. In London gab es zwar weiße Bands, die auf der Modswelle schwammen, aber das war schon nicht mehr das Gelbe vom Ei. Ein echter Mod ging in Clubs, nahm Aufputschmittel und hörte Junior Walker mit Roadrunner. Sind elitär und arrogant, aber sie haben Geschmack. Die schwarze Musik der Amerikaner erlebt Mitte der 60er Jahre ein goldenes Zeitalter.
Woche für Woche kommen neue Wunderwerke aus Vinyl heraus, die nicht nur Kenner, sondern auch Laien begeistern, die weltweit in den Diskotheken die Hüften schwingen. Für die Mods ist es Ehrensache, die Juwelen der unbekanntesten Labels aufzustöbern. Getreu der Mod-Regel Nummer 1, je unbekannter, desto besser. All das erfordert enorme Anstrengungen. Man muss überall zugleich sein, die besten Plattenhändler kennen, um die gefragtesten Singles als Erster zu bekommen, und die angesagtesten Nachtclubs besuchen, damit man noch ja nichts verpasst. Es ist echt anstrengend, ein Mod zu sein. Die typische Mordwoche sah etwa so aus. Montagabend ins Hammersmith Palais, Dienstagabend in den Marquis Club, wo The Who regelmäßig spielten. Mittwochabend dann vielleicht in den Scene Club. Donnerstagabend wurden die Haare gewaschen. Freitagabend dann The Gold Hawk. Samstagabend auch. Aber nach dem Gold Hawk ging man samstags in eine Diskothek. Ins Flamingo oder ins Scene. Natürlich wurde in keinem dieser Clubs Alkohol ausgeschenkt. Mods tranken keinen Alkohol. Mods brauchten Coca-Cola, Kaugummi und jede Menge Pillen. Purple Hearts, French Blues, Roaring Twenties, Black Bombers. When you go down the West End of a Saturday night and you stay up all night, I mean, you just got to take them to keep away. Die ersten Pillen, die auf den Markt kamen, waren Purple Hearts. Davon haben wir gleich 5 bis 6. 20-30. Wir nannten sie Aspirin Junior, weil sie nicht sehr stark waren. Die nächsten Pillen waren die French Blues. Und dann kamen die Black Bombers. Sie waren nicht direkt gefährlich, hatten aber schlimme Nebenwirkungen. So you go walking down the street and they're stuck to the wall, half of them, didn't they? They just fall on the floor, they're out. Bei diesen Pillen handelt es sich um Amphetamine. Sie waren nicht bewusstseinserweiternd wie Acid oder LSD. Aber man konnte mit ihnen seine körperlichen Grenzen überschreiten. Ein echter Mod geht auch im Morgengrauen noch nicht schlafen, denn samstags muss er sich möglichst früh in den Geschäften des Londoner Zentrums einfinden, um dort all den Firlefanz aufzutreiben, der ihn von gewöhnlichen Stablichen unterscheidet. Denn die Kleidung ist neben der Musik das Wichtigste. Es gilt um jeden Preis, die Eintönigkeit der gewöhnlichen Dreiteiler zu vermeiden, wie sie die Geschäftsleute der City tragen. Dank ihrer Detailversessenheit entwickeln die Mods allmählich ihren eigenen Stil. Stil ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Und Stil lässt sich nicht definieren. Diese Leute hatten Stil und haben ihr Talent genutzt. Stil hat ja auch etwas mit dem Kombinieren unterschiedlicher Elemente zu tun. Aber das Wichtigste ist, dass diese jungen Männer sich gute Schneider und gute Stoffe aussuchten. Sie waren selbst kreativ, anstatt einfach in ein Konfektionsgeschäft wie Burton's, Dunn's oder Alexandre zu gehen, wo ihre Väter ihre Anzüge kauften. Bevor die Mods auftauchten, arbeiteten die britischen Schneider nach ihren eigenen Vorstellungen. Wenn sie zu einem Schneider gingen, sagte der, hier setze ich 3 Knöpfe hin, und das hier mache ich so und das so. Doch dann kamen plötzlich diese Arbeiterjungs und sagten, ich will hier aber 4 Knöpfe haben. Die Schneider antworteten, nein, das geht nicht. Aber die Jugendlichen sagten, das ist mein Anzug. Ich will hier 4 Knöpfe und hier eine Tasche. So etwas erlebten die Schneider zum ersten Mal und sie sträubten sich ein wenig. Die meisten Schneider waren sehr konservativ und gehörten der Mittel- oder Oberschicht an. Sie fanden es unerhört, dass diese 16-Jährigen ihnen erzählen wollten, wie man einen Anzug schneidert. Also leisteten sie Widerstand. Ein Mod hat mir mal erzählt, wie oft er zu seinem Schneider rennen musste, bis er endlich bekam, was er wollte. Mods
Mod zu sein bedeutete, sich zu zeigen. Und zwar in der richtigen Kleidung. Wenn du in Klamotten gesehen wurdest, die Trendsetter schon seit 2, 3 Monaten nicht mehr trugen, warst du out. Das war einfach nicht cool. You died a death. You were no longer cool.